Ja, also ich hatte immer schon irgendwie Interesse daran, ja, für Sicherheit und Ordnung zu sorgen, da in einen Beruf einzusteigen. Für mich kam da nur Polizei oder Justiz in Frage. Standortnähe natürlich, Vechta, habe ich mich für Justiz entschieden und ja, jetzt bin ich hier. Dadurch, dass ich viele Bekannte hier habe, kannte ich den Beruf schon. Wurde mir viel erzählt und fand ich interessant. Und wir arbeiten im Dreischichtsystem, Früh-, Spät- und Nachtdienst. Und im Frühdienst komme ich um 6 Uhr in die Anstalt und wecke dann erstmal jeden Gefangenen auf meiner Station und dann organisiere ich den Alltag hier. Bringe die Gefangenen zur Arbeit und organisiere den kompletten Alltag für die Gefangenen. Zu meinem Arbeitsalltag gehört die Haftraumkontrollen täglich, damit ich sicher gehen kann, dass hier keine verbotenen Gegenstände sind bei den Gefangenen. Dann natürlich das Begleiten der Gefangenen zu Besuchen, zu Anwaltsbesuchen, auch selbst die Durchsuchung vor diesen Besuchen, aber auch die Ausführung zu Gerichten und damit verbundene Fesselung. Wir haben immer ein ausgeglichenes Verhältnis von Nähe und Distanz hier. Nicht zu viel Nähe, aber auch nicht zu viel Distanz, um halt die Gefangenen auch nicht so an sich rankommen zu lassen. Natürlich, Eltern und Freunde hatten schon so ein paar Bedenken, dachten so, oh, ist das was für dich? Ist ja was ganz anderes. Aber auch da ist das Problem, glaube ich, dass viele Leute den Vollzug einfach nicht kennen, wir in einem abgeschlossenen Bereich sind und wenig halt Außenwirkung haben. Man arbeitet hier nicht im Pflegeheim oder sonst wo. Es sind halt Strafgefangene, die alle ihre eigene Geschichte haben. Und ja, sehr schwere Straftaten zum Teil auch begangen haben. Ja, es ist so ein, jeder Tag ist hier halt anders. Man weiß nie, was kommt, wenn man hier hinkommt, morgens, mittags oder nachts. Jeder Gefangene ist natürlich anders und man muss sich individuell auf jeden Gefangenen einstellen. Also mit manchen kann man Späße machen und mit anderen sollte man lieber keine Späße machen. Das ist immer, muss so einen Mittelweg finden. In der Ausbildung müssen wir auch verschiedene Module belegen, zum Beispiel Deeskalation, ja, auch Selbstverteidigungskurse und so weiter. Wir sind alle in Selbstverteidigung geschult. Nee, also man sollte schon mehr Außenwirkung zeigen, gerade auch den Beruf mehr vorstellen, damit wir auch genug Nachwuchs hier bekommen. Und dass man, ja, auf jeden Fall Öffentlichkeitsarbeit machen wir schon sehr viel, aber man muss auch, ja, ich denke noch wesentlich mehr machen.